Ein Tag auf der Berlinale im Zeichen von Oscar Wilde. Regisseur Rupert Everett präsentiert seinen Film The Happy Prince über den in Dublin geborenen Schriftsteller. Everett führt nicht nur Regie, er spielt auch den zeitweise wegen homosexueller Unzucht inhaftierten Wilde in seinen letzten Lebensjahren in Paris. Die Schwulenbewegung begann mit dem Skandal um Oscar Wilde insofern, als dass Homosexualität vor Oscar Wilde kein wirkliches Thema war, das als Ganzes von der Gesellschaft diskutiert wurde. Nach seiner Haftentlassung flieht Wilde vor der gesellschaftlichen Ächtung nach Frankreich und lebt unter Pseudonym in Paris. Er stirbt mit nur 46 Jahren völlig verarmt. The Happy Prince ist das Regiedebüt von Rupert Everett und kommt Ende Mai in die deutschen Kinos.